bin ich vor allem hier, um so meine Freunde alle mal versammelt zu treffen. Und das ist schon auch ein deutlicher Unterschied, dass man hier eigentlich über die ganze Studienzeit sich so nicht so gut aus den Augen verlieren kann. Wie jedes Jahr gibt es ein großes HPI-Sommerfest. Wir möchten heute gemeinsam die kleinen und großen Erfolge des vergangenen Jahres anstoßen. Wir kennen auch generell einfach ein paar Leute, die hier studieren. Das sind super offene, talentierte Menschen. Und das ist auch das, was ich hier wieder treffe auf dem Festival. Man hat immer so ein super gutes Netzwerk, finde ich, vom HPI, was ich auch gemerkt habe, dass es so voll den Zusammenhalt gibt von den Alumni. Wir haben grandiose HPI-Studierenden-Bands, die das ganze Jahr geübt haben, um hier stehen zu können. Wir vom Sportclub haben dieses Jahr ein Fußball- und ein Volleyballturnier gemacht. Also wir haben im HPI super viele Veranstaltungen, die den Zusammenhalt stärken. Und ich glaube, das fördert den Teamgeist und das merkt man dann auch, dass sich super viele Teams eben zum Beispiel jetzt für dieses Sportturnier beworben haben. Das Fußballtournament 2023 hat Ulf Kicker gewonnen. Gewinner des Volleyballturniers, das war das Team Block and Roll. Dicken Applaus für die Gewinner.